Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mellow von der Passive Gesold mit mir, alle Wachen 1990. 18.06. 15 Uhr, auf geht's, weiter geht's. Und ja, ich wollte erst fast sagen Multiplayer, aber ne, Multiplayer machen wir natürlich nicht. Wir haben ja natürlich jetzt hier den Singleplayer vor uns. Aber gut, egal, es geht weiter. Irgendwie so 2,5 Stunden habe ich jetzt insgesamt für das Game mittlerweile schon, ja, investiert, aufgebraucht. Soll jetzt aber nicht das Problem sein, wir machen jetzt hier einfach weiter. Und wir sollen Stoß am Henderson Airfield. Keine Ahnung, wo der Typ hier steht. Aber by the way, haben wir hier. Steht denn der? Keine Ahnung. Sichere das Tor. Nicht blind? Keine Ahnung. Entweder die schießen gerade schon. Die haben dann durchgeschossen, alles klar. So, aber. Gut ist, dass wir zum Anfang schon mal einen Thompson haben, damit wir da ein bisschen schneller und besser agieren können. Thompson einfach feuerfrei. Sehr schön. Okay, das hat mich aber gerade wirklich ein bisschen verwirrt, dass da schon irgendwo Schüsse herkamen und meine Mates schon mal irgendwie gehittet wurden, verwundet wurden, obwohl wir die Gegner noch gar nicht gesehen haben. Aber naja, gut, egal. Ja, genau, würde ich auch sagen. Oder wollte ich auch sagen. So, na gut. Egal, Henderson Fields sagt mir ehrlich gesagt, oder Airfields sagt mir ehrlich gesagt offiziell nichts, keine Ahnung. Gut, so weit tief drinne bin ich ja noch nicht mehr in den ganzen Geschehnissen, vor allem nicht so im Pazifikkrieg. Daher, I don't know. Scheinbar ein Airfield, was halt gesichert werden muss oder wie auch immer. Aber gut. Für mich ist halt relativ wichtig, so gut wie möglich halt durchzukommen. Das ist natürlich weiterhin mein Fokus, dass ich nicht allzu häufig verkacke und nicht so viel nachspielen muss. Klar, die ganzen Save Points und sowas sind halt an sich top gesetzt. Aber es ist immer trotzdem noch ein bisschen nervig, wenn du halt Sachen halt nachspielen musst. Ist dann halt immer so, ja klar. Naja, egal. Das sollte jetzt aber nicht so ein großes Problem sein. Soweit sind wir ja schon ganz gut durch. Und das Game ist ja auch nicht wirklich, weiß ich nicht, wirklich lang. Ja, es ist an sich gut lang. Weil es halt viele Unterkapitel hat, oder die einzelnen Missionen dann doch relativ viele Unterkapitel hat. Aber das hatte ich ja schon alles angesprochen. Und das sollte jetzt aber nicht so unser Problem im Endeffekt sein. Jo. Wir sollen auf jeden Fall erstmal das Dorf sichern und das scheint hier das Dorf zu sein. Wo wir jetzt angekommen sind. Keine Ahnung, inwiefern, wie wichtig das jetzt ist. Aber Punkt 1. Ich habe noch 71 HP. Was gar nicht mal so schlecht ist, bei den Gegnermassen, die wir hier gerade haben, gegen uns haben. Aber von daher würde ich jetzt mal sagen, ist okay. Na gut, das sollte zwar nicht ist okay heißen, aber das hat sich so angehört. Ist okay. Einmal schön angeschrien da. Da haben wir nochmal einen. Wichtig ist halt, dass wir immer gut Munition halt bekommen, weil die Thompson, oder generell die Maschinenpistole ist ja doch relativ wichtig für mich. Ansonsten ist es halt ein bisschen nervig da hin und her, so Ziel erreicht. Und weiter. Aber interessant. Gute Arbeit, Raiders. Die Japaner können es wohl gar nicht erwarten, uns die Insel zu übergeben, was? Sammeln und Munition prüfen. Auf zum Flugfeld. Okay. Okay. Ich habe jetzt gedacht, dass das ein neuer Abschnitt wäre. Also praktisch erstmal ein Ladescreen gibt, aber scheinbar nicht. Das heißt, wir gehen erstmal entspannt zum Flugfeld. Und da ist auch schon das Flugfeld. Gar nicht mal allzu weit entfernt. Interessant, interessant. Seht euch das an! Ich schätze, wir haben das Flugfeld gefunden, was, Jungs? Ja. Da haben wir eine M1 Karabiner. Gibt's hier einen Sergeant Minoso? Gunnery Sergeant. Halt die Klappe, Willy. Ja, das bin ich mal. Colonel Edson erwartet Sie und Ihre Männer drüben in der Pagode. Zur Hölle damit, ich verschwinde! Es! Kommen Sie sofort zurück! Okay. Sollen wir da jetzt alle rauf, oder was? Einsteigen! Ja. Na jetzt. Warum bin ich überhaupt der Letzte, der drauf muss? Man weiß es nicht. Man weiß es halt echt nicht, warum ich der Letzte da bin. Aber na gut, egal. Boah, so viele Mustangs? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung.
Spitfire sollte es, glaube ich, nicht sein. Das heißt, die könnten nur die P-52 Mustangs sein. Naja. Okay. Also das muss diesmal zumindest so. Ich habe eine Chance, da irgendwas zu machen. Das muss so. Okay, wir sind auf jeden Fall ausgenockt worden. Und die Party geht ab. Frage ist, Party durch Mörserbeschuss? Oder halt Artilleriebeschuss? Ein Spaziergang, was, Jungs? Kommt noch mehr Text? Wohl auf? Ja, ja, alles klar. Okay, alles klar. Wir müssen ihre Artillerie zerstören. Los geht's. Artilleriebeschuss, du? So, wir haben eine M1 Karabine. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ist eine Halbautomatik, die relativ präzise ist. Ähnlich wie das G43 von den Deutschen. Okay, kein Mucks mehr. Die heizen hier durch. So, oh, da oben. Ja, gut. Ha. Moin. Also ich hab's auf jeden Fall gefunden. Sagen wir es mal so. Und die ziehen mir gerade echt gut ab. Nichtsdestotrotz sollte es uns nicht darin hindern, hier irgendwie schnell mal vorzustürmen und die MGs hier auszuschalten. Weil das ist halt doof. Die machen halt böse Aua. Und wir haben natürlich immer noch unseren Sunny, der ein bisschen was regelt. So, zack. Ja, heute merkt ihr, ist halt nicht so viel Gesprächsthema, was ich hier heute für euch mitgebracht habe. Ja, da muss man jetzt halt ein bisschen on-topic mal wieder quatschen. Finde ich jetzt auch ein bisschen schade, aber na gut, ey, egal. Ist denn halt nun mal im Endeffekt so. Alter, sind da viele. Hi. Okay. Okay. Ich soll mit dir mitkommen. Warum soll ich das? Ich will meinen Sunny haben. Ich will meinen Sunny mitnehmen. Na gut, das geht. Oh, das geht auch. Okay. So kann man hier natürlich auch nochmal ein bisschen mal zurückschlagen. Hab ich kein Problem mit. Aber... okay. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen gezielter feuern. Weil wir haben Punkt 1 nicht wirklich viel Schuss. Und Punkt 2 dauert Nachladen halt ultra lange. Was mir auch gerade einfällt, ich habe ja noch ein ganz altes Spiel, Viet Cong, auch von Anfang 2000. Für den PC. Auch noch nie durchgespielt. Relativ schwer. Ja. Müsste man sich nochmal angucken. Ich glaube, das war auch relativ langwierig. Da bin ich mir gerade so überhaupt nicht sicher. Okay. Erstmal ein Stückchen zurückziehen. Ja. Missionsziel erreicht, sehr schön. Zerstöre das Artilleriegeschütz. Das sollte jetzt auch kein Problem sein. Nichtsdestotrotz, Kollege Sunny. Sunny. Ey. Ey, du Sau. Hallo. Ich darf nicht. Wieso darf ich nicht? Hey, Sarge, sehen Sie sich das an. Vorsicht! Hey. Alles klar, Mann? Verdammt! Niemand fasst das an! Okay. Überall Sprengfallen, Frank! Ernsthaft? Tommy, jag die Kanone in die Luft und dann weg hier. Wer weiß, was die noch alles zu bieten haben. Chief McAfee und Private Thomas Coleman. Was soll das denn? Ey, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ich dachte... What the fuck? Müssen wir den Scheiß jetzt nochmal da machen, oder was? Na gut, da sprinte ich jetzt nochmal hoch, so ist es nicht. Aber was war das denn bitte für ein Scheiß? Obwohl, ich sprinte da nicht hoch, da ist schon ein bisschen... Ich schneide das raus, bis gleich. So, da bin ich hier. Auf geht's. Wow. Verdammt, niemand fasst etwas an. Überall Sprengfallen, Frank. Ernsthaft? Tommy, jag die Kanone in die Luft und dann weg hier. Okay. Wer weiß, was die noch alles zu bieten haben. Naja, ist richtig, ist korrekt. Achtung, Tommy hat das Ding scharf gemacht. Renn hier hin, da renn hier.
Ja, das sehe ich nicht ein, Mann. Das, der Typ, ich weiß nicht, ob ich so oder so gestorben wäre. Wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, jetzt konnte ich mich halt heilen. Bevor ich halt den Rückstoß, beziehungsweise einen, ja, Angriff abgewehrt habe, habe ich mich halt heilen lassen. Und da ging es halt, ich weiß nicht warum. Ja, gut, dann. Ja, ja, super, und hier ist natürlich ein Speicherpunkt. Das Problem ist halt, dass. Das ist natürlich, mein Zeitfenster halt komplett verpasst habe, an SMG ranzugehen. Das heißt, ich habe ein bisschen Munitionsmangel. Okay. Und das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Das heißt, ein bisschen kontrollierte 81 Schuss und noch. Uiuiui, ist jetzt nicht ganz so geil. Naja, egal. Werden wir dann halt sehen, wie ich hier gut durchkomme. Oder ob ich hier dann durchkomme. Ich muss ja schließlich ein bisschen gezielter feuern. Aber das erinnert mich gerade so ein bisschen an Battlefield 5. Sind ja gerade viel am Battlefield 5 spielen. Man muss auch sagen, Battlefield 5 macht aber auch Laune. Kurz mal gucken, was hier so geht. Keine Ahnung, von wo ich schon wieder angeschossen werde, aber ich bräuchte Munition. Das wäre halt geil. So, da ist nichts. Da wurde nochmal gut versteckt. So, nichtsdestotrotz. 17 Schuss noch. Dann bin ich RIP. Nee. Na, was denn? Wieso Rückzug, Mann, Alter, nach vorne? Ich wollte gerade sagen, wir haben sie doch. Was ist denn los mit euch? Rückzug. Wir haben sie doch. Oh, was meine. Da haben wir. Oh shit! Jetzt muss ich auf jeden Fall zurück. Jo. Da. Munition, 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 Munition. Doc? Doc, ich habe ein HP, ich brauche dich unbedingt. Ja, nicht der Treu, ich bin ja viel, oder beziehungsweise wir sind ja relativ viel am Battlefield spielen, Tamara und ich. Und ja, wie gesagt, 18.06.15.16. Bin ich ja auch mal aufnehmen. Und ja, ja, muss mein Sunny hier. Sunny. Hallo. Team vorwärts. Geht doch. Keine Ahnung, ob was er schießt. Aber keine Ahnung, 67 Schuss sind auch nicht gerade wirklich ultra geil. Na ja, gut, das sollte aber hoffentlich ein bisschen reichen, um weiter nach vorne zu gehen. 33 Schuss hier drin nochmal. Okay, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich weiß nicht, ob man... Oh. Ja, Hinterhalt. Habe ich auch gerade gesehen, dass es ein Hinterhalt war. Ich würde ganz gerne mich hier hinter verstecken. Ja, Battlefield ist halt ein cooles Spiel. Also Battlefield 5 vor allem. Battlefield 1 haben wir ja ein bisschen angefangen. Dann wird einmal reingepayt. Von mir, dass man halt auch Battlefield 5 spielen kann, weil es ist halt einfach. Da kann man halt bedeutend mehr finden und alles. Wie, what? Tun wir? Und daher... Da wird es auf jeden Fall. Beziehungsweise, bis ihr es seht, ist. Puh, ja. Es ist jetzt irgendwie. Müsste irgendwie Mitte Juli, glaube ich, sein. Bis ihr es seht jetzt hier. Aber von daher. Wie gesagt, ich kann ja. Ich nehme ja immer als Puffer auf. Also so viel Puffer werde ich zwar nicht mehr hinbekommen. Ich hatte ja letztes Jahr irgendwie 3 Projekte Puffer. Das heißt irgendwie 4 Monate oder sowas. Was overall. Keiner. Overall gar nicht mal so bad war. So, nichtsdestotrotz, ich würde mich ganz kurz nochmal heilen lassen. So weit werde ich wahrscheinlich nicht kommen, dass ich halt so viel Puffer bekomme. Ja, ja. Ich versuche mal so ein Projekt halt als Puffer zu haben. Dass ich halt, so wie jetzt, läuft ja aktuell Far Cry 1. Dass ich jetzt halt ganz normal das jetzt aufnehmen kann. Medal of Honor Pacific Assault, das dann hochladen. Muss natürlich auch rennen in den ganzen Kram.